scheint mir einmal die Sonne ins Gesicht, wenn ich zum Züchterporträt fahre. Ja, was gibt es Herrliches, so früh aufzustehen und Vögel zu beobachten und die aufgehende Sonne im Gesicht zu haben. Es gibt einfach nichts Schöneres. Diesmal zog mich meine Reise ins tiefste Bayern. Ich wusste nicht, was mich erwartet, doch eines wusste ich, ich werde meine geliebten Helmkakadus wiedersehen. Und da stand sie auch schon, eine Zuchtanlage vom Feinsten, groß, dicht bewachsen und mit seltenen Arten beheimatet. Stürzen wir uns doch gleich ins Getummel und fangen mit einem seltenen Vertreter der Kakadus an. Der Nasenkakadu, Kakatua tenuirostris. Der Nasenkakadu ist eine in Australien beheimatete Papageienart. Gemeinsam mit dem Nacktaugenkakadu und dem Wühlerkakadu wird er den sogenannten Corellas zugerechnet. So werden diese drei Arten von Kakadus in Australien genannt, Corellas. Australien, tausende Vögel im Schwarm und alle schreien. Das kann nur ein Kakadu sein. Kakadus gehören zur Gattung der Kakatuide, welche sich auf der Südhalbkugel unseres Planeten entwickelt haben. Kakadus haben meist nicht so bunte Farben wie die anderen Papageien, ihr Hauptmerkmal ist jedoch die Haube. Das Verbreitungsgebiet des Nasenkakadus ist das südöstliche Australien. Wenn man sich den Nasenkakadu so anschaut, fällt einem als erstes die rote Färbung auf. Dieses Band macht den Unterschied zu den anderen Corellas in seiner Gruppe. Und natürlich, wie kann man es übersehen, der langgezogene Schnabel. Sein Verhalten ähnelt den anderen Kakadus, aber der lange Schnabel ist einfach besser, um in der Erde zu graben. Sie kommen hauptsächlich dort vor, wo es weichen Boden gibt. Genauer gesagt an den Stellen, wo es viel Wasser gibt. Denn sie lieben es, in dem Matsch herumzugraben und dort an ihre Hauptnahrung zu kommen, die Wurzeln. Der Unterschied zu vielen anderen Kakadus, die meistens auch halbreife Samen fressen, der Nasenkakadu ernährt sich wirklich vorwiegend von Wurzeln. Das ist seine Hauptbeschäftigung des Tages und es macht einfach Freude, ihn dabei zuzuschauen. Nasenkakadus sind Vögel, die grundsätzlich in Schwärmen leben. Lediglich nistende Paare ziehen nicht in Schwärmen, sondern halten sich während der Fortpflanzungszeit in der Nähe ihrer Nisthöhlen auf. Gelegentlich schließen sich die Nasenkakadus auch mit rosa Kakadus und Gelbhaubenkakadus zusammen. Nasenkakadus profitieren in diesen Schwärmen ähnlich wie die rosa Kakadus von dem sehr aufmerksamen Verhalten der Gelbhaubenkakadus. Diese verfügen über ein Wächtersystem, bei denen einige wenige Vögel in den Baumkronen verbleiben und die Umgebung beobachten, während die übrigen auf dem Boden nach Nahrung suchen. Die Art galt in den 1950er Jahren als stark gefährdet. Der Bestand betrug weniger als 1000 Vögel. Mittlerweile hat sich der Bestand wieder erholt und es gibt ca. 250.000 Tiere, die einerseits schon wieder zur Plage werden. Die große Leidenschaft dieses Züchters sind wahrlich die Helmkakadus. Helmkakadus sind äußerst zurückgezogen lebende Papageien aus Ostaustralien. Hinter mir könnt ihr gerade sehen, wie sich so ein kleiner, die sind ziemlich klein in ihrer Größe, Helmkakadu-Hahn hier anschleicht. Wie gesagt, sind es wirklich sehr seltene Tiere, die äußerst heikel in der Haltung und sowieso in der Zucht sind. Jo. Ihr hört auch jetzt die typischen Lautäußerungen. Wie klingt das?
wie eine knarzende Tür, würde der Australier sagen. Ja, so ein Screeching Sound. Ganz, ganz verrückte Vögel und äußerst intelligent. Ihr werdet in den weiteren Videoaufnahmen auch sehen, wie die Helmkakadus ihre Nahrung aufnehmen, wie sie überhaupt gefüttert werden und wie sich auch das Auge dementsprechend bewegt. Also sehr aufmerksame Vögel, die in lockeren Gruppen zwischen 5 und 10 Vögeln in ihrem Habitat leben und dort den ganzen Tag über in Büschen, in großen Gumtrees, nennt es der Australier, die Eukalyptusbäume, nach Nahrung suchen. Der Helmkakadu, Callocephalon fibriatum. Sein Verbreitungsgebiet ist der Südosten Australiens. Es liegt damit in einer der am dichtesten besiedelten Regionen Australiens, nämlich in der Region Sydney in den Blue Mountains. Während des australischen Sommers hält sich der Helmkakadu überwiegend in Bergwäldern auf. Er besiedelt hier auch Höhenlagen, die im Juli, also im Winter, im australischen Winter, Tagestemperaturen von minus 5 Grad erreichen können. Auch genau zu dieser Zeit konnte ich damals in Australien lockere Familienverbände in den Blue Mountains beobachten. Das war wirklich eine Augenweide, weil selbst jetzt der Helmkakadu in Australien zur Schutzwürdigkeit erklärt wurde. Während des Winterhalbjahres ziehen Helmkakadus häufig dann in die Täler und Küstenebenen und kommen dann auch im Einzugsgebiet von Städten vor, wo sie bevorzugt die Zapfen der als Zierpflanzen gepflegten Kiefern fressen. Er ist der einzige Vertreter der Gattung Helmkakadus und es werden auch keine weiteren Unterarten unterschieden. Kennzeichnend für diese Art ist die ungewöhnliche Federhaube. Diese ist nach vorne gebogen und von weichen filamentösen Federn gebildet. Der Schnabel ist sehr massiv und am Unterschnabel findet sich eine tiefe Kerbe, was ziemlich markant für diesen Vogel ist. Hier ein wunderschöner Hahn mit der roten Federhaube. Die Henne sieht fast gleich aus, vom Körperbau zumindest her. Der dominante Geschlechtsdimorphismus ist ein klares Zeichen bei den Helmkakadus. Männchen sind auf Stirn, Kopf, Haube und Zügel leuchtend rot, wobei die Hennen einen gepflegten Grauton, aber mit sehr auffallenden Querstreifen besitzen. Die Helmkakadus sind im Gegensatz zu den Corellas richtige Baumbewohner. Den Boden suchen sie gewöhnlich nur zum Trinken auf. Während der heißesten Tageszeit sitzen sie meist im Schatten im Blattwerk von den Eukalyptusbäumen. Sie verbringen diese Zeit entweder reglos oder betreiben mit ihrem Partner intensive Gefiederpflege. Bei Regen und selbst bei Schnee, das konnte ich selbst sehen, fliegen sie dagegen häufig in Kreisbahnen um die Baumwipfel. Helmkakadus ernähren sich von den Samen verschiedenster Pflanzen. Eine große Bedeutung im Nahrungsspektrum haben Eukalyptus, von denen 22 verschiedene Arten im Verbreitungsgebiet des Helmkakadus vorkommen. Beeren und Früchte spielen in seiner Ernährung eine große Rolle. Hier gerade seht ihr den Helmkakadu genüsslich am Weißdornbusch nagen. Diese Beeren gibt es auch in Australien. Und wenn man Helmkakadus wirklich sucht, muss man die Weißdornbüsche aufsuchen. Nicht umsonst bezeichnet der Ornithologe Joseph M. Forshaw die Helmkakadus als die australische Papageienart, die am weitesten entwickelte Fußhaltetechnik besäße. Helmkakadus, wie ihr wisst, ist einer meiner Lieblingskakadus. In Australien beheimatet, sehr zurückgezogen lebend, ist es sehr, sehr selten, dass diese in Europa überhaupt gezüchtet werden. Ihr hört sie neben mir vielleicht im Mikrofon ganz gut. Das klingt wie eine Art Tür, wie eine alte Tür, die ihr so aufmacht, die so quietscht. Ja, also wirklich seltene Exemplare. Es gibt nur eine Handvoll in ganz Europa und ich bin sehr stolz und überaus glücklich, hier zu sein, um diese Art von Papageien einfach mal wieder live zu sehen. Wie ihr wisst, war ich ja selbst in Australien, habe sie dort natürlich in ihrem Habitat auch oft gesehen.
Aber hier in Züchterhand ist es ein seltenes Schauspiel, ja? Eine wahre Pracht hier, diese Großfoliere mit hellroten Aras. Um einmal kurz die Geschichte des Züchters so ein bisschen zu erläutern, dass ihr einfach mehr in die Materie reinkommt, wie das hier alles so angefangen hat. Klassisch, wie bei den meisten, angefangen mit dem Wellensittich. Dann gesteigert natürlich Großsittiche gezüchtet. Man bekommt die Erfahrung einfach, wie ist das Gelege, wie muss ich überhaupt in die Zuchtsaison füttern und so weiter. Des Weiteren weiter dann Großsittiche, Australier und so weiter. Und wenn man natürlich die Erfahrung dann hat, nach ein paar Jahren, reizt natürlich auch der erste Papagei oder der erste Kakadu. Hier in dem Falle, bei dem Züchter, waren es rosa Kakadus. Die haben ihn bis heute begleitet und so ging das Schauspiel natürlich über viele Jahre hinweg weiter. Die Anlagen wurden größer, die ersten hellroten Aras zogen ein und mittlerweile, ihr seht es hinter mir, haben wir wirklich einen ja, selten anzuschauenden Schwarm an hellroten Aras. Insgesamt haben wir hier ca. 3 Zuchtpaare und 3 bis 4 Jungpaare, die sich genau jetzt hier im Hintergrund in der Foliere finden. Die beste Verpaarung bei Papageien ist immer noch die freie Partnerwahl. Ja, in Großfolieren zusammengeschmissene Jungvögel aus einem Alter oder mehr oder weniger plus minus einem Jahr. Diese Jungvögel, wenn sie sich dann ihren eigenen Partner suchen, ist es meistens garantiert, dass diese monogame Beziehung auch ein Leben lang hält. Zwangsverpaarte Papageien können natürlich ebenso gute Zuchtpaare darstellen, aber das ist mehr oder weniger ein Lotteriespiel in der Vogelzucht. Wirklich einen großen Respekt an den Züchter. Viele von euch vergessen immer wieder, wie lange es doch dauern kann, bis man überhaupt Jungvögel erstmal von Großpapageien gezogen hat. Zum Beispiel die Aras hier im Hintergrund, die benötigen schon, ehe sie überhaupt in Brutstimmung kommen, 5 bis 7 Jahre. Mehr oder weniger bei manchen Paaren kann es bis zu 10 Jahre dauern, zum Beispiel so wie beim Hyazinthara. So eine Vogelzucht entsteht natürlich nicht von jetzt auf nachher. Dieses System hier ist wirklich über Jahre hinweg gewachsen, insgesamt über 36 Jahre. Natürlich in diesen 36 Jahren bekommt man so viele Erfahrungen, aber man lernt in der Vogelzucht eh nie aus. Deswegen ist das Gespräch zwischen Züchtern weltweit wirklich essentiell für uns Vogelzüchter. Um euch überhaupt erst einmal die Ausmaße solcher Großfolieren darzustellen, das seht ihr wahrscheinlich gerade das Größenmaß. Wir haben hier 8 Meter mal 4 Meter mal 3 Meter Höhe. Das ist wirklich beachtlich. Und in dieser Freifoliere hier fühlen sich die Aras natürlich sichtlich wohl. Sie haben erstens viel Platz zum Klettern, was der Ara eh sehr gerne tut. Sie haben auch ebenso Platz zum Fliegen. Und es gibt auch die Möglichkeit der naturnahen Bepflanzung. Ja, wir haben hier als Bodengrund wirklich Wildkräuter. Woher stammen die Wildkräuter? Ganz einfach, aus dem Vogelfutter selbst. Ja, da ist man meistens immer auf der sicheren Seite. Was unten wächst, vom Vogelfutter her, ist eigentlich auch nicht schlecht für den Vogel selbst. Er kann dann direkt zur Blütezeit oder in der Zeit, wenn die Samen entstehen an den Pflanzen, kann der Vogel direkt diese aus den Rispen sich selber ziehen. Der hellrote Ara, Ara Macao oder auch Arakanga genannt. Er ist einer der größten Papageien der Welt. Mit einer Länge von bis zu 90 cm ist er nur knapp ein Stück kleiner als der große Hyazinthara. Er besiedelt Tieflandwälder, Savannen und Flussufer vom Südosten Mexikos bis Zentralbrasilien. Der Bestand in Mittelamerika ist nur noch auf 1500 Vögel zurückgegangen. Die größte Population mit 500 Vögeln gibt es im Südosten von Honduras.
Eine pure Schönheit, diese hellroten Aras. Ihr seht sie jetzt auf eurem Smartphone, auf dem Laptop oder auch auf dem Fernseher. Könnt ihr euch vorstellen, wie es live war? Ein echter Traum. Der hellrote Ara lebt wie hier in der Großfoliere in Gruppen von bis zu 20 Tieren. Nur während der Fortpflanzungszeit entfernen sich diese Aras paarweise von ihren Gruppen. Dabei legt das Weibchen 2 bis 4 Eier in eine tiefe Baumhöhle. Das Weibchen brütet und wird vom Männchen dabei mit Futter versorgt. Hellrote Aras können bereits mit 2 Jahren geschlechtsreif werden. Dennoch ist die Zucht mit 2 Jahren noch sehr selten, aber bereits gelungen. Wie die meisten Papageien leben auch die hellroten Aras absolut monogam. Das heißt, die Paare, wenn sie sich denn einmal gefunden haben, bleiben ein Leben lang zusammen. Die große Zuchtanlage hier von dem Züchter umfasst momentan 19 Zuchtanlagen, was wirklich beachtlich ist. Hinzu kommen aber noch in der Zukunft, ist ein großes Projekt geplant, mit zusätzlichen, man kann es gar nicht glauben, 47 Anlagen. Das ist wahrlich ein Traum für viele Vogelzüchter und Vogelhalter. Wir haben Kakadus, wir haben Amazonen, wir haben Aras. Also durch die Bank, durch den Gattungen hinweg, wirklich sämtlichste Vertreter hier. Wirklich verrückt. Also ich bin hier vorhin vorbeigefahren und dachte so, naja, hier ist irgendein Selbstständiger, der so eine Lagerhalle baut oder was. Das kam mir aber schon sehr, sehr komisch vor, weil die Ausflüge waren so akkurat nebeneinander. Tatsache, es wird Part Nummer 2 des Züchters, eine riesengroße, moderne Anlage. Sowas wünscht sich doch jeder Züchter. Jetzt müssen wir aber mal füttern, die Aras und die Kakadus haben schon mächtig Hunger. So müssen Papageien gefüttert werden und nicht anders. Ein Obstsalat mit Nüsse, Sämereien, Pellets und vielen weiteren Zutaten mehr. Gefüttert werden natürlich auch Pellets. Sie beinhalten neben Früchten und Gemüse die wertvollen Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe. Daneben gibt es eigens kreierte Mischungen aus verschiedenen Sämereien, Nüssen und weiteren Bestandteilen. Gerade die verschiedenen Papageien brauchen ihre speziellen Mischungen. Jetzt hier die rosa Kakadu-Mischung und die Mischung für Helmkakadus. Man kann Papageien nicht einfach alle über einen Kamm scheren und gleich füttern. Hier kommt es drauf an, wo sie herkommen, wie viel sie sich bewegen, züchtet man oder nicht und was sind ihre Nahrungsspezialitäten. Die Fütterung ist mein Steckenpferd und ich liebe es einfach, die Züchter zu beobachten, wie sie ihre Papageien füttern. Jetzt geht's rund, wir folgen ihm und schauen mal, wie er es macht. Bei der Fütterung werden die meisten Arten sehr angespannt, neugierig und interessiert. Deswegen steigt natürlich auch die Lautstärke dementsprechend an. Ich kann mich von den Helmkakadus einfach nicht losreißen. Ja, guck doch mal, wie herrlich das wird. Hellrote Aras sind in der Zucht im Vergleich zu Gelbbrustaras oder anderen Ara-Arten wirklich sehr speziell. Sie verteidigen ihr Nest extrem lautstark, aggressiv und sind auch in der Haltung ziemlich sensible Aras. Hier wird 365 Tage im Jahr alles geboten. So sollte es auch sein. Die Vögel sollen nicht nach der Brutzeit trockengestellt werden.
Diese Panama-Amazonen waren in seinem Bestand schon vor 30 Jahren. Stellt euch vor, wie alt sie sind. Sie sehen einfach top aus. Und das in einer Innenraumhaltung. Ich war wirklich verwundert, wie schön man Vögel auch im Innenraum halten kann mit der dementsprechenden Beleuchtung, Sauberkeit, Luftfeuchtigkeit und natürlich den dementsprechend großen Räumlichkeiten. Der Salomonen-Kakadu, Kakadua ducorpsi, oder auch Ducorps-Kakadu genannt, ist eine ausschließlich auf den Salomonen beheimatete Papageienart. Die Durchschnittstemperatur auf den Salomonen liegt bei 30 Grad. Die relative Luftfeuchtigkeit ist jedoch ganzjährig sehr hoch. Das muss man bei der Haltung der asiatischen Kakadu-Arten wirklich berücksichtigen. Meist wird ihr Gefieder sehr stumpf, wenn die Vögel nicht täglich abgesprüht werden und die Luftfeuchtigkeit weit unter 60% liegt. Zur Brutzeit ist wenig bekannt. Was man aber weiß, dass mit Beginn der Niederschläge auch die Brutzeit startet. Das heißt, diese Vögel sind wie hier wirklich am Wasser gebunden und lieben diesen Regen. Also Respekt für die Nachzucht. Ein junger Helmkakadu von diesem Jahr, das ist Züchterfreude und lässt das Herz erstrahlen. Hinter mir seht ihr gerade eine junge, man hört schon, Helmkakadu-Henne. Was ganz Exotisches und sehr Seltenes. Die Henne, hallo. Ja. Ach Gott, bist du putzig. Natürlich darf in der Kollektion auch nicht der Banks Rabenkakadu fehlen. Hier ein wunderschönes junges Paar. Viel Glück damit.